Seit 2004 ist der Bagger in Thekla kein offizielles Badegewässer mehr. Regelmäßig tauchen hier Blaualgen auf, befördert durch das Einspülen organischer Substanzen aus der näheren und weiteren Umgebung. Eigentlich wollte die Stadt schon 2022 ein Entwicklungskonzept für das Naturbad Nordost, den Bagger, vorlegen. Der Kernpunkt aber der Neufassung ist die Wasserqualität des Baggers. Und die lässt, wie wir wissen, zu wünschen übrig. Und da halten wir es für dringend geboten, und das ist die größte Abweichung zum Verwaltungsstandpunkt, dass wir noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das endgültig zu prüfen, inwieweit das Wasser, der Bagger selber, das Gewässer langfristig zum Baden geeignet ist. Da der See seit 2004 kein offizielles Badegewässer mehr ist, braucht er auch keine Prüfung mit dem Kriterium Badewasserqualität. Darüber hinaus ist das Naturbad Nordost ein Pachtgewässer des Anglerverbandes Leipzig e.V., der die teichwirtschaftlich genutzte Wasserfläche unterhält. Die Abstimmung für ein Gutachten war ein klares Ja-Votum, was in gewisser Weise eine Aufforderung an das zuständige Amt war, in Sachen Wasserqualität geprüfte Zahlen auf den Tisch zu packen und sich nicht immer nur hinter der Aussage zu verstecken, dass das Baden hier sowieso nicht erlaubt ist.